Dann schreiben wir den treuenden Tag. Es ist der 25. Ingrid. Und ihr werdet wieder wach im Hotel als Sorgan. Ihr könnt dann zurück an den Frühstückstisch treten, würstlich speisen und die Ereignisse des gestrigen Tages den anderen mitteilen. Einiges habt ihr erlebt. Ja, und dann muss ich die Kacke von dem Eisbären wegmachen. Warum ist mein Eisbär eigentlich so braun? Weiß ich nicht. Möglicherweise die Exkremente, die nicht entfernt wurden. Oder weil er in einer Höhle gewesen ist. Oder es wurde euch ein Braunbär als Eisbär verkauft. Aber, Raffi, herzlichen Glückwunsch, dass du deinen Finger verloren hast. Finde ich gut. Ja, also, es ging auch schneller als gedacht. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ist euch schon meine neue Tätowierung aufgefallen? Ich habe ja ein bisschen Geld in die Hand genommen, muss ich sagen. Aber es ist doch schön geworden, oder? Komplett rot, ich sehe ja gar nichts. Ja, das ich habe mich für beides entschieden. Es gab Brandnarben und Tattoos. Ich habe gedacht, ich kombiniere dies. Wisst ihr? Übereinander. Du wirst ja schon wissen, ist dein Körper. Das ist die Kann man schlecht streiten. Ja, also ich finde, es steht mir ganz gut. Ist das ein Mammut? Ich bin noch nicht ganz sicher, was das werden sollte. Er hat gesagt, es würde mir am Ende sehr gut gefallen. Also, das sieht aus wie eine Schwellung, nicht wie ein Mammut. Aber ihr könnt das doch jetzt noch gar nicht beurteilen. Wartet doch mal, bis das abgeschwollen ist, wenn wir dann noch leben. Aber ich bin mir sicher, es sieht sehr gut aus. Zur Not wird Abel mir dir mal mit dem Balsam oder sowas helfen. Ach, nein. Oder mit seinem Feuer-Gin. Abel mir dein Feuer-Gin? Ich zeige mal diesen Ring vor. Ich habe an diesen Rubin einen mächtigen Feuergeist gebunden. Das ist gut, nehme ich an. Nun ja, es hat mich einiges an Kraft und Haut gekostet. Das klingt gut, aber mir. Nein, frag nicht. Es klingt nicht gut. Doch. Meine Füße sind noch geschwollen. Ha, wie bei ihm, das Tattoo. Ich sehe Parallelen. Genau, aber mir. Hättet ihr mit in den Tempel kommen sollen. Man hätte euer Blut gut brauchen können. Oh, guck mal, da kommt Jalan. Herrschaften, ich sehe, seid ihr alle bereits auf den Beinen. Natürlich. Was hast du denn da, Baumeln? Das ist ein Sonnenzepter. Stellt sich heraus, dass der Herr Praias in seiner unendlichen Weisheit mir vor einiger Zeit bereits die Weihe hat zuteil werden lassen. Ist gut. So, dann herzlichen Glückwunsch. Wer war nochmal Oberan? Gibt's ja gar nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Es ist in der Tat bisher noch nicht bekannt, dass so etwas vorgekommen sei. Da könnt ihr euch ja was drauf an. Der Greif? Unter den Trümmern? Der Greif, okay, danke. Entschuldigung. Danke. Das klingt gut, Amel. Das klingt gut. Nun, es ist ein großes Erbe, das anzutreten ist und mich würdig zu erweisen, wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja, und was bedeutet das jetzt konkret? Dass ich ein vollständiger und ordinierter Geweihter des Herrn Praias bin. Gut, das heißt? Er hat einen neuen Namen, oder? Ich habe tatsächlich einen Ordensnamen angenommen, aber da wir noch einige weltliche Pflichten haben, werde ich wohl weiterhin es vorziehen, mit Jalan angesprochen zu werden. Okay. Was habt ihr euch denn ausgesucht? Nicht. Es gibt ja gerade schöne Ordensnamen, habe ich gehört. Okurian werde ich in Zukunft heißen. Okurian? Oh, das ist zum Gefallen. Dann nenne ich euch jetzt auch Okurian. Wenn du dies wünschst. Naja, ich hab ja damals in Yolgomakis sicher auch Stahlmann. Stahlmann? Ah, das ist ein Undercover-Name, ich verstehe. Ja. Wir mussten uns in Yolgomak andere Namen geben, weil die durften ja nicht wissen, dass ich Igna heiße und kommen wir doch zu einigen wichtigeren Dingen. Alles klar, Ukurian, sage ich und zwinker einmal auffällig unauffällig. Da wird dann von deiner Seite wird auch groß zugezwinkert. Rafim, warum blutest du auf den Tisch? Blut ist kein, ja. Willst du da keinen vernünftigen Verband drum tun? Das muss Luft trocknen. Luft trocknen. Ja, kennt ihr das nicht, wenn eure Wunden einfach Luft trocknen? Nein.
Da macht ihr was falsch, aber mir. Dann nehme ich also an, der schwarze Panther hat dich akzeptiert. Also noch hat der Panther mich nicht akzeptiert, aber die Gewalt hat mich nicht rausgeschmissen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Welcher Panther? Der schwarze Voltags. Panther, der blutrote Manticore, der geifernde Schnitter, der Herr von tausend Schlachten, Chor, verdammte! Voltags, mach dir keine Feinde, die du nicht vertragen kannst. Ja, ich weiß doch nicht, wer das ist. Mensch, Okurian. Eigentlich so. Also, er hat recht. Blutschluck hat damals viel Zeit damit zugebracht, uns die tausend Namen seines Herrn näher zu bringen. Wie es sich gehört. Ich habe mal eine Frage. Also heute soll ja die Schlacht stattfinden, aber ich sehe jetzt noch gar nichts. Was passiert eigentlich, wenn nichts passiert? Kriegen wir dann Ärger? Oder ihr? Ich weiß ja das ja nicht. Da sind wir hart am Arsch, würde ich sagen. Und dann werden wir gehobenen Hauptes unseren Fehler dem Schah erklären. Uns trotzdem nach Geschal Tarif durchschlagen. Naja, aber dann ist die Stadt ja trotzdem noch belagert. Wie kommen wir denn... Okay, geht da wieder durchs Wasser, ne? Was wäre eine Idee? Mit 100 Kriegern? Ein Weg wird sich offenbaren. Und was ist mit den Wachen? Also die laufen ja die ganze Zeit bei uns irgendwie im Schlepptau. Ich habe das Gefühl, die Wachen sind vielleicht nicht so unserem Schutz da, sondern dass wir auch keinen Blödsinn machen. Oh, da fällt mir ein, ich habe den Garten der Reihe ein bisschen beschädigt. Was? Ja. Aber es war nicht so schlimm. Ja, das hat er in der Tat. Ich habe den Rest des Tages damit verbracht, um zu versuchen, die Rosengins ein wenig zu besänftigen. Ich nehme an, ihr konnte sie davon abhalten, seinen Kopf auf einer Spieß zu fordern. Das würde kein Rosen-Gin würde jemals, kein Gin würde jemals meinen Kopf auf einem Spieß fordern. Was denkt ihr denn von diesen Ebenen? Es ist immerhin die Raya-Kirche. Natürlich ist das nicht passiert. Sie waren ein wenig, sagen wir, geknickt darüber, dass ein so wundervolles Kunstwerk vernichtet wurde. Doch ich bin mir sicher, Voltax wird das eines Tages vergelten. Natürlich, das auf jeden Fall. Tat mir auch sehr leid. Das war nicht so geplant. Also, wirklich nicht. Aber, naja, wenn man elementare Kräfte entfesselt, dann weiß man halt nie, was passiert. Deswegen sucht man sich ja einen Ort, in dem ungeschadet die Kräfte walten können. Naja, genau, das konnten sie ja. Also, niemand ist zu Schaden gekommen. Außer einer Statue von Leftan. Aber das ist nicht so tragisch. Das sieht Leftan vermutlich anders. Ja, ich mache ihm schon eine neue. Da kann er sich drauf freuen. Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, kriegt er eine schöne Statue. Denke ich auch, dauert nur ein paar Jahre. Ja, und er hat ja Zeit, so wie wir. Haltet ihr das vielleicht für klug, so kurz vor dem Feldzug den Zorn der Götter einzuladen? Aber doch kein Zorn! Leftan versteht das schon. Ihr habt einen beeindruckenden Einblick in das Wesen Leftans. Den hätte ich euch gar nicht zugetraut. Wieso denn nicht? Die Götter blicken im Allgemeinen nicht lächelnd darauf hinab, wenn man ihre Abbilder zerstört. Ja, aber wenn man ihre Abbilder zerstört zum Wohle davon, dass man ihre Widersacher zerstört, dann ist das doch gut. Vor allem die Widersacher sind zerstört, die ihn über Äonen gefoltert hat. Ja, eben. Das könnte ihm tatsächlich gefallen, da mögt ihr recht haben. Nur dann müssen wir ja nur noch die blöde Bitch umbringen, dann wird euch bestimmt vergeben. Ihr sagt es. Hat sonst noch irgendjemand irgendwas Nennenswertes herausgefunden, erreicht, irgendwas? Isarun, ihr wollt doch in die Bibliothek hier, nicht wahr? Richtig, das habe ich auch getan und einiges herausgefunden. Erinnert ihr euch noch an dieses Kloster, das uns genannt wurde, Keshal Tarif? Da, wo wir hinwollen, ja. Richtig. An diesem Ort stellt sich heraus, dass eine sechsgehörnte Dienerin der Herrin der schwarzfaulen Lust vor vielen Jahrhunderten gebannt wurde. In Stein gebannt, also versteinert. Wie gut, dass ich ein Erzelementar beschworen habe. Ja, sie ist jetzt wohl aber irgendwie wieder frei. Dann ist es noch besser. Wer kennt sich mit Versteinerung besser aus als ein Erz-Djinn? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Wenn sie ein Dämon ist, wird sie sich nicht einfach wieder zurück in den Stein bannen lassen. Nicht so ohne weiteres. Wenn es ein Dämon ist, lässt er sich zurück in seine Niederhölle bannen. Aber erzählt weiter, Isarun. Entschuldigt die Unterbrechung. Nein, es ist schon in Ordnung. Wie alle Dämonen aus dieser Domäne
bezieht sie ihre Kraft nicht allein aus roher Kraft, also physischer Gewalt, sondern aus dem Einfluss, den sie über die Sterblichen auswirkt. In diesem Fall also Künste der Verführung und ich nehme mal an, auch Illusionen, indem sie sich wie andere Dämonen auch als harmloser erscheinen lässt, als sie es wirklich ist. Also sollten wir alles, was wir in diesem Kloster finden, niedermachen? Und zugegeben, dies war auch vorher bereits der Plan. Ja, ich überlege noch, ob wir uns vielleicht magisch schützen könnten. Ich weiß nicht, inwieweit diese Akademie mit der Artefaktherstellung vertraut ist. Da müsste ich eventuell noch einmal nachsehen. Ach, zur Not hört ihr einfach auf mich. Ich als Zwerg fall auf solche billigen Tricks doch nicht rein. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann sagte doch dieser Herrführer von Helmarfax, dass es die Niederhölle auf Ehre sein soll, oder? Nun, es ist wohl ein Insanktum von Rajas Widersacherin. Insofern können wir davon ausgehen, ja. Das macht es bestimmt nicht einfacher. Also ich würde sagen, wenn einer von uns unter ihren Bann fällt, ich schließe mich da selber mal näher aus, machen die anderen denjenigen nieder. Wenn es nicht anders geht, wird dies wohl der letzte Schritt sein müssen. Sehr gut, ich wollte nur, dass wir alle vorher da uns einig sind. Nicht, dass irgendwer zögert. Die Mission muss an erster Stelle stehen. Ach, ja. Guck doch nicht so. Vielleicht bringen wir uns ja alle gegenseitig gar nicht um. Vielleicht geht das ja auch gut aus. Es wird bestimmt gut ausgehen. Richtig, Voltax, das ist die Einstellung. Sag mal, Isarun, könnte es sein, dass wenn wir... Also, Beherrschung sagtet ihr auch, oder? Ja. Könnte es sein, dass Menschen mit schwachem Geist, dabei schaut sie einmal viel sagen zu Rafim, von so etwas erobert werden und die dann gegen uns kämpfen? Ich glaube, das ist durchaus möglich. Gegen jemanden wie Rafim würde ich ungern in den Kampf ziehen, vor allem wenn er auf Leben und Tod kämpft. Das tut doch immer. Ich werde einen Segen auf uns alle sprechen, bevor wir uns den Feinden stellen. Es sollte zumindest ein wenig helfen. Ich erinnere mich noch. Oder Widerstand leisten. Ich erinnere mich noch, Karenor. Dieser Trank, der einem gegen solcherlei Beherrschung schützen soll, ihr hattet ihn doch getrunken damals. Ich meine, ein Willenstrunk? Ja, in der Tat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er heißt, aber Jasper, der Wandler, war wohl sehr... Es ist derselbe Trank, den wir auch getrunken haben, um uns gegen Galotta zu schützen, wenn ich mich nicht irre. Apropos Trank. Also ich habe eine Frage. Zaubertrank Wenn ich dann kontrolliert werde, hat die dann Kontrolle über meine Erinnerungen oder nicht? Über euren kompletten Geist. Also weiß sie dann, was ich weiß, oder kann sie mich nur bewegen? Naja, ich war natürlich noch nie besessen, aber ich denke schon, dass sie auch auf eure Erinnerungen zugreifen kann. Das ist scheiße, sonst könnten wir irgendwie so ein Handzeichen ausmachen, dass wenn ich mich umdrehe und ich mache das Handzeichen nicht, dass sie mir direkt das Schwert in den Kopf haut. Das klingt verlockend. Aber mir sagt das nicht mehr so viel Freude. Ich kann's verstehen. Also, wir können es ja trotzdem mal ausmachen. Vielleicht vergisst sie es in der Hitze des Gefechtes. Es wird wohl nicht schaden, aber trotzdem wäre es mir lieber, wenn wir noch etwas magische Unterstützung hätten. Können wir uns sowas wie... Also, was sind denn das für Dämonen, die sowas tun? Ganz generell, also in diesen Bereichen des Kontinents sind es die sogenannten Laranim. Das sind... schon relativ mächtige Dämonen und Fünfhörner. Meist treten sie in menschlicher oder menschenähnlicher Gestalt aus, auf sehr verführerisch üblicherweise. Es gibt aber auch Unterarten dieser Dämonen in Tierformen, also Hunde oder Pferde zum Beispiel. Also sollten wir uns vornehmen, vor Menschen in Acht nehmen. Was haltet ihr davon, wenn wir uns einmal die Augen verbinden? Und dann blind kämpfen und die andere Hälfte kämpft taub. Was ist denn das für eine dumme Idee? Ja, dann können wir nicht durch Sinne verführt werden. Vielleicht ist das ja möglich.
Wenn ihr blind oder taub kämpft, verlasst ihr euch auf eure anderen Sinne. Und wenn dieser getäuscht wird, habt ihr keinen weiteren Sinn, mit dem ihr diese Täuschung vielleicht durchsehen könnt. Ja, aber wenn wir das permutieren, also wenn die eine Hälfte von uns nichts sieht und die andere von uns nichts hört, dann kann man doch die Sinne so ausschalten. Und wie sollen die nichts sehen, dann von denen, die nichts hören, geführt werden? Die abgesehen davon funktioniert Einflussmagie so auch überhaupt nicht. Einflussmagie sind die Sinneseindrücke. Sehen, hören, riechen, schmecken, egal. Ich dachte eher eine Variante des Cantus Guardianum. Ein Schild gegen Zauberei. Dieser hilft auch gegen Herrschaft und Einflusszauberei. Richtig, und der Psychostabilis. Ach, man braucht einfach nur einen gefestigten Willen. Und mehr nicht. In der Tat ist ein fester Wille die beste Abwehr gegen solcherlei Magie. Und natürlich ist die Antimagie immer noch das zweitbeste Mittel. Ja gut, dann haben wir das jetzt ja abgesprochen. Ihr macht dieses Schilddings da, das immer ganz gut hilft. Die treten nicht aus dem Schild raus und bringen alles um, was wir finden. Vielleicht sollten wir für Raphim noch einen Willenstrunk besorgen. Ich denke, verzeiht mir diese Anmaßung. Ihr seid das schwächste Glied in der geistigen Kette. Das trifft mich hart ab in mir, aber ich kann diese Einschätzung verstehen. Ich werde mal bei der Spektralität anfragen, ob sie so einen Trank vorrätig hat. Keine Sorge, Raphim, früher war sie alle an. Ich muss doch sehr bitten. Mein Wille war schon immer aus Eisen. Nur euer Körper, mein Freund, nur euer Körper. Aber jetzt wacht der Herr Praios ja direkt über ihn. Ich denke schon, dass der da ein gutes Auge auf ihn haben wird. Deswegen sagte ich früher, als Torgosch noch dabei war, das hättest du sehen müssen, Raphim. Der schon so viel von Torgosch erzählt, aber... damals war Yala noch klein und schmächtig und... Ja, allzu groß ist er jetzt ja auch noch nicht geworden, ne? Immerhin hat er jetzt seinen Sonnengott bei sich. Das ist auch gut. Das Leben in dieser Sphäre ist eine stete Prüfung, die den Götter uns auferlegen. Und wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass dieser nahezu einfache Sache wird. Das würde ich jetzt für Eola ausgeben. Der könnte uns jetzt sicherlich helfen. Er hätte in der Tat einige sehr gelehrte Ansichten zu der ganzen Sache. Welcher von den beiden Lappen aus Gareth ist das? Der große. Der Geschwätzige. Der ohne Brille. Ah. Ich weiß immer noch nicht, wen genau von ihr meint, aber einer von den beiden Lappen, okay. Genau, einer von den beiden, die auf dem Dach rumstehen. Wir haben aber Hilfe der Elemente an unserer Seite. Es kann gar nicht schief gehen. Das ist die richtige Einstellung, Boltax. Und wir werden entweder Erfolg haben oder uns mit unserem Blut von unseren Sünden reinwaschen. Auf die eine oder andere Weise wird es schon gut gehen. Wir können also nur Erfolg haben. Perfekt. Eure Fixierung auf Blut ist etwas irritierend. Aber ich immer wieder feststellen muss. Ach, ihr macht euch einfach zu viele Sorgen, aber mir. So ein bisschen Blut tut euch gut. Raphim hat schon ganz recht. Das reimt sich ja. Im Blut liegt Kraft, wie gerade ihr Magier ja wissen solltet. Im Blut liegt viel. Sachen, die wir benötigen, Sachen, die wir brauchen und Sachen, die wir gar nicht wünschen. Nun, seht jedenfalls alle zu, dass ihr eures so lange wie möglich in euch behaltet. Der Tag wird quälend langsam verstreichen. Ihr könnt euch nach dem... Ich möchte mich tatsächlich absetzen. Absetzen? In den Praios-Tempel. In den Praios-Tempel. Das kannst du tun. Mit den Worten, holt mich, wenn's losgeht. Ihr könnt eure Rüstung anziehen, eure Schwerter gürten und dann ja die Pferde bereit machen, den Streitwagen bereit machen und auf irgendwas warten, in der Hoffnung, dass sie kommen. Ich würde, wie gesagt, vorher noch mal gern bei der Akademie vorbeischauen und gucken, ob ich einen Willenstrank organisieren kann. Ich würde das gleiche auf dem Bazar versuchen. Ja, ein Willenstrunk. Was hat der für eine alchemistische Schwierigkeit? Das müsstet ihr mal im WDA nachgucken. Kommt sofort. Ich würde mir meine Taschen mit Punipan vollstopfen. Plus 6. Plus 6 in der Brauchschwierigkeit? Mhm. Ja, gar nicht so viel. Beschaffung sind auch 6 Punkte. Und billig ist er auch noch. Ich habe gerade mal eine 3W20-Probe gewürfelt. Die Qualität wird trotzdem nicht hoch sein. Also ein C-Qualität könntet ihr bekommen. Noch ein Nöcher.
15, 18, 19 war halt jetzt nicht so eine schöne alchemistische Probe. Mut und Klugheit steigen für eine Spielrunde um einen Punkt. MR steigt auch um einen Punkt. Der Charakter beginnt jedoch unvorsichtig zu werden. Ja, ist schon so. Wollt ihr Chippy ausgeben? Für meine 3W20. Ja. Ich gebe meinen Chip aus. Dann kommt der erste Chippy von Abel mir. Sehr gut. Den braucht ihr heute sicherlich mehr. Gut, dann können wir auf E hochgehen. E, Eine Stunde und 7 Punkte. Ist doch gut. Die MR ist plus 7? Was? Für eine Stunde bekommst du 7 Punkte MR, 1 Punkt Klugheit und 1 Punkt Mut. Das ist ganz schön gut. Was kostet? Und du beginnst unvorsichtig zu werden. Also der, die der Nebenwirkung geht nicht mehr. Preis? Der Grundpreis Preis 50 Dukaten. Ist 10, ne? Da musst du wieder aufstufen auf D und dann auf E. 1,2 pro Stufe, also 1,4 von C auf E, glaube ich. Was haben wir gesagt? Bei 10? Ich hab's gerade nicht bekommen. D ist der Grundpreis, ja. 10, also 14 Dukaten. C. Qualität C hat einen Grundpreis von 50 Dukaten. Ach, 50? Ja, Fipapo, das ganze Ding kostet 70. 50 mal 1,2 mal 1,2 mal 1,3, weil wir immer noch in der Belagerung sind. Ah, oh, dämliche Belagerung. Haben wir 93,6 Dukaten. Genau, sagen wir 94 Dukaten. Okay, wir handeln. Würfelt mir noch eine Handelnprobe rein. Dann könnt ihr eben reden falschen, oder? Aber mir geht es da nicht. Ja, komm, Kiaras, los, hau rein. 93 ist der Grundpreis. Guck mal, was für dein Geld. Wir zahlen die doch gar nicht. Oh, das sehen wir mal gut aus. Ja, siehst du. Also maximal kriegst du 50% Rabatt. Dann bist du wieder bei 93 halbe. 46, 47. Machen wir doch glatt 50. Da haben wir 50 Dukaten. Ja, dann sind wir wieder beim Grund-C-Preis angelangt. Aber in Qualität D. Weil Kiaras ihm schöne Augen gemacht hat und ja, dann guck wieder eifersüchtig. Was auch immer die dahin gemacht haben. Dann stürmt er in Richtung Tempel davon. Die zahlen die 5 Dukaten. Gut, dann könnt ihr Willenstrunk für Rafim bekommen. Ja, wie gesagt, der Tag wird schleichend langsam, quälend langsam verlaufen. Ja, ich hätte noch was zu tun. Von meiner neu gewonnenen Feuer möchte ich auch direkt eine Liturgie sprechen. Tu es. Goldene Rüstung. Ja, ich möchte an Objektweihe Grad 4 sprechen und mit ihr die Grad 2 goldene Rüstung in ein Amulett binden. In diesem Fall in mein Amulett, weil, naja. Macht Sinn. Mitbete werde ich um diese Uhrzeit keine finden. Wir sind auf zweifach geweihtem Boden, es ist kein Feiertag. Ich greife ja nicht unbedingt auch ein Weltgeschehen an, weil es vorbereitend ist. Ich bin kein Frevler, keine Modifikatoren, außer dem minus 3. Bin ich noch entrückt von der Weihe. Wie verstreicht denn die Weihe pro Stunde? Also ein pro Stunde, nachts ein pro zwei Stunden. Solange man nichts Gottgefälliges tut. Ja, du wirst nach dem Frühstück wieder rübergehen. Also du kannst mal mit... Rechne mal mit 5 Punkten in Rückung. Das ist dann noch ein Punkt Erleuchtung. Haben wir eine Erleuchtung von insgesamt 4. Wir haben eine Erschwernis von 6 Punkten, weil es sich um eine Grad 4 Liturgie handelt. Das ist also eine Gesamterschwernis von 2 Punkten. Ja, dann legt sein Amulett auf den Altar. Stellt ringsherum die Rauchkerzen auf. Wartet bis Sonneneinfall genau richtig ist, also vermutlich kurz vor Mittag. Bittet dann. Fängt an mit dem maligen Gilborn. Sankt Gilborn, Protektor contra Magiern. Martyr in Desolatione Goris. Arzertor Divinus. Ora pro nobis. Heiliger Gilborn, großer Herr Praias, blickt auf euren unwürdigen Diener herab. Wie ihr mir bereits so oft beigestanden habt, erbitte ich auch wieder einmal euren Beistand. Gegen finstere Magie, gegen die Knechte der Dämonen. Wir ziehen in die Schlacht, und wenn es euch gefällt, so leiht mir einen kleinen Funken eures göttlichen Schutzes. Es sei. Sei. Licht fährt in dein Amulett ein und wird dort gespeichert. Ich muss noch würfeln. Genau. Achso, unter sonstige steht er. Das möchte ich doch ganz gerne shippen. Die ganze Probe bitte. Peinlich. Das sieht besser aus. Dann haben wir 13 Sternchen übrig. Dies ist notiert. Die Wirkungsdauer ist 13 Wochen, aber ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Ja, wie gesagt, es wird dauern.
Die Wachen neben euch, um euch herum, werden auch unruhig werden, denn sie haben ja auch ihre Befehle bekommen. Und wenn dann gegen 12 nichts passiert, gegen 14 Uhr nichts passiert und auch gegen 16 Uhr nichts passiert, könnt ihr schon sehen, wie die zweite Wache sich heranstellt und fragend tauschen sie sich aus, einige Blicke, gerade wenn ihr dann auch zusammen irgendwo steht, wie gesagt, immer noch gerüstet, gegürtet, werden sie da sich gemeinsam unterhalten. Ja, dann will was weiteres tun. Ich habe das hier schon reingeschrieben, ich meditiere in der Zeit nur noch kaum einmal. Quälend langsam. Ihr spürt die Blicke der Wachen, bis dann erlösend die Alarmglocken von den Türmen kommen und alle Zorganer zur Schlacht rufen. Wenn ihr nach und nach auf die Mauern der Stadt steigt, als, ja, nicht unbedingt Anführer, aber auf alle Fälle als geehrte Gäste, könnt ihr eine Staubwolke am klaren Horizont erkennen, die das nahe Heer von Süden aus ankündigt. Ihr seht, wie jetzt die uronischen Truppen sich neu formieren. Einige geben dann Teile der Mauer frei. Ihr könnt wieder sehen, wie sich auch der Rosen-Djinn, naja gut, dieses Knochen-Ding, neu orientiert, aus Dornen, aus Spitzen. Ein giftiger Blick von Boltax, der zu diesem Misch-Elementar-Kreaturwesen hinüberstreift, dieses pervertierte Wesen, was ebenso neu orientiert wird. Eine neue Strategie von Hafax? Die Staubwolken aus dem Süden steigen am Abendhimmel nach oben, als würde ein blutiges Banner im Himmel hängen, roter Staub, der nach oben kommt, und ihr hört das Mahlen von tausenden Hufen, die bedrohlich lauter werden. Und dann herrscht Ruhe. Die Staubwolke weht über die letzten Hügelkuppen und dann seht ihr die ersten Banner. Langsam, fast gemächlich, schälen sie sich aus der Wolke heraus, einige dunkle Gestalten auf der Hügelkuppe, die ihr ausmachen könnt. Hauptmacht, die zunächst vor den Blicken der Auronis verborgen wurde, schwarz-goldene Feldzeichen. Nebachot! Gellt der Ruf durch die Stadt. Es ist Nebachot! Ich nicke zufrieden, klettere von meinem Fässchen runter. Wir sollten gehen. Auf zu den Pferden. Das ist wohl grad spannend. Möglich, aber wir müssen bereit sein. Genau. Hatte der Sultan gesagt, wo wir uns treffen sollen? An seinen Stellen natürlich. Also ihr könnt jetzt auch sehen, wie direkt vor dem Pilgertor, vor dem Haupttor nach Süden aus, unzählig viele, ja, Gardisten jetzt stehen, Gardistinnen, die dann hier in ihre Rüstung gekleidet sind, die Tigergarde, wie sie angekündigt wurde, die das Regiment von Eleonora, und weil sie hier aufgereiht sind, auch Kiaras kann sich dann zu seinen Tempelrittern stellen, den Rittern der Rose, dessen Anführer er jetzt wohl irgendwie ist als erster Ritter. Also ihr könnt euch dann direkt auf die Straßen stellen, wartet dort auf den Ausfall, bis dann die Tore aufgehen und euch entlassen, damit ihr dann euch in die Schlacht werfen könnt, wenn die Mauern oder wenn die Türme dann bereit sind. Nun, erster Ritter der Rose, Karinor. Als Ordensmeister solltet ihr wohl ein paar Worte sagen, nicht wahr? Ja, in der Tat. Jetzt ist wohl der richtige Zeitpunkt, nicht wahr? Ja, damit reite ich nach vorne auf dem schneeweißen Schlachtross, das ich von Jarlan bekommen habe. Jetzt schön verziert mit einer, nicht mit einer Rüstung, sondern mit einer geweihten Decke, die ich von oben bis unten mit Gedichten und Liedtexten beschrieben habe.